Ja, huhu, hier wieder beim Koali und beim Let's Rock Dark in der Secret World. Wir müssen einen Heuschreckenhügel im Gebiet zerstören. Welches Gebiet ist wohl gemeint, Let's Rock? Das vor uns. Ja, du hast doch die richtige Waffe dafür schon. Womit kann man Heuschrecken am besten bekämpfen als mit Feuer? Insektenspray. Das stimmt. Habe ich auch im Schlafzimmer. Allerdings haben wir weder das eine noch das andere. Also du hast das Feuer natürlich schon noch, aber das benutzen wir ja nicht, weil das... Ach, das Ding da, okay. Also ist das Ding fett. Also überstark ist es nicht. Auch du könntest dir jetzt schon Spezialwaffenquests machen. Ja? Natürlich, die könnten wir schon machen. Kann man die zu zweit machen? Ja. Den Flammenwerfer-Quest habe ich auch komplett mit Glühfalken gemacht. Okay. Aber du bist mal wieder nicht als Defensivziel ausgewählt. Herzlichen Glückwunsch. Ich bin tot, 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 ich bin tot. Nein, noch nicht. Oh. Aber ich gleich, wenn ich so weitermache. Tut mir leid, das ist gemogelt, ich weiß, aber... Was tust du? Ich habe den Flammenwerfer benutzt. Achso, ja, ich bin jetzt gleich tot. Aber habe ich dich doch so gut nach hier hochgeheilt. So. Ging doch. Ja. Also mit Mogeln, aber... Soll ich gleich mal richtig mogeln? Nein. Okay. Dann bete ich einfach, dass das mal... So. Malael auswählen, angreifen. Übrigens, wenn wir uns da dran machen, die Spezialwaffen zu holen, ne? Mhm. Dann spar dir schon mal 50 KP zusammen. Okay. Warum? So viel kostet eine Spezialwaffe. Die greifen mich an, die greifen mich an, die greifen mich an. Geh zu Malael. Ihr Drecksviecher. Geh zu Malael. Der ist der Tank. Komm schnell mal zu mir, ganz schnell. Du hast ja schon wieder gefuscht. Ja, aber es ging nicht anders. Der war die ganze Zeit in meinem Gesicht. Und so habe ich ihn wenigstens ausgenutzt. Das dauert ewig, bis er wieder aufgeladen ist. Deswegen, liebe Zuseher, wollte ich nicht, dass er mit Malael weiterspielt, weil das würden wir jetzt ständig haben. Fuscherei vor dem Herrn. Ja, okay, dann werde ich mich ab jetzt zurückhalten. Yes. Du so. Warum kann man eigentlich auf dieses Insektennest schießen, obwohl es 0 Lebenspunkte hat? Das Insektennest hier hat 0 Lebenspunkte? Also eben, habe ich da drauf geschossen und das hat 0 Lebenspunkte. Warum schießt du denn da drauf, wenn es 0 Lebenspunkte hat? Weil ich es nicht gewohnt bin. Ich habe normalerweise springt das Ziel immer um, wenn das eine tot ist. Hier haben wir auch noch eins, das letzte jetzt. So, das kriegen wir jetzt hin, oder? Okay. Ohne Fusch. Ja, wie gesagt, das Fuschen kann ich nur, wenn Dings. Gut. Jetzt aufgeladen ist, das dauert jetzt. Aber du wolltest mir noch erklären, warum hier ich 50 KP brauche, um das zu aktivieren. Nicht nur 50 KP, auch noch 30 FP. 30 FP, das kann noch Jahre dauern, bis ich das habe. 30 FP kostet das, damit du den Waffenskill überhaupt. Also die okay, Waffenführung. Hier, sammel die mal ein, bitte. Das Problem ist, ich kann nur so und so viele Ziele treffen. Das sind zu viele, das ist das Problem. Fuck, ich bin tot. Heilen wir den Malael noch so lange wie es geht. Laufen mal ein bisschen durch die Gegend. Ja, Malael ist wieder fast hochgeheilt. Okay. Okay, das ist etwas krass hier.
Also gegen Mobs haben wir. Also gegen Möpse. Haben wir ein Problem. Ja, es war so klar, es war so klar. So, den Witz jetzt wieder anspringen. Ganz ehrlich, du hast es drauf angelegt, sei doch mal ehrlich. Ja, natürlich, natürlich. Ja, den Heuschreckenhüter besiegen. Also ich muss 50 FP ansparen, ja? Oder 30 FP? 30 FP, 50 KP. Okay. Dann sage ich Bescheid, wenn ich das hab, und dann holen wir uns die Heilungswaffe. Ja, wir können uns ja gleich sowieso schon alle schon mal die meisten holen, die wir können. Wenn du möchtest. Na gut. Na mal nach dieser Quest. Ja, eigentlich dachte ich, die nächste Aufnahmesaison, das wäre erst ein bisschen wenigstens Ägypten machen. Achso, ja gut. Freut euch drauf, liebe Leute. Okay. Wo gehen wir dann jetzt hin? Müssen wir uns porten, wa? Damit wir irgendwo hinkommen, wo wir einen Quest kriegen? Ja. Ja, in die Stadt zurück, oder? Ja. Übrigens hier diese gelben... Möpse. Entschuldigung. Mhm. Du hast es in die Welt gesetzt. Hier diese gelben Quests geben übrigens mehr KP, ne? Kann sein. Probieren wir mal das andere hier mit dem Computer, Engel und Dämonen. Oh Gott. Obwohl, das sind diese Recherche-Dinger, ja. Ne? Aber klar, warum nicht? Ich glaube, dafür bin ich zu krank. Gleich. Nächste Folge. Gucke ich mir zuerst die Lösung an. Oh scheiße, jetzt habe ich es angenommen. Na gut. Dann jetzt. Meteoriten und den Ruinenstädten gab es andere. Warum sollte jemand in diesen Ort mitten in der Wüste kommen? Ich bin hierher geflohen zum Verstecken. Wer nicht hier geboren ist oder hier sterben will, für den sehe ich keinen anderen Grund, um an diesem Ort zu leben. Gut Geheimnisse bewahren. Die Fremden. Sie lächelten, gaben Geld aus, aber blieben unter sich. Und niemand beschwerte sich. Also schwieg ich, weil man das ebenso macht. Ich bin auch eine Fremde und kann keine Feinde gebrauchen. Ich muss ein Geschäft führen. Ja, selbst im Angesicht der ägyptischen Plagen muss ich doch meine Gäste bedienen. Und Engel wie Sie müssen auch essen und trinken, damit Sie die Dämonen am Ende doch noch alle vertreiben. Alter, hast du mal gesehen, wie dreckig diese Bude ist? Naja. Nein, habe ich nicht. Der Ausschnitt hat mich zu sehr abgelenkt. Da habe ich Tunnelblick. Okay. Ja. Gut. Ja.
ein Pletron-Schild finden und untersuchen, das mehr über die Firma verrät. Hallo. So, da bin ich wieder. Wir suchen das Schild. So, also der Lesrak sucht das Schild, ja? Suchte. Hast du gefunden? Nö, ich finde das nicht. Okay. Okay, hier oben drin ist es auch nicht. Such, kleiner Eukalypter, such. Und wo ist das bitte innerhalb der Markierung? Hast du gefunden? Nein. Ich meinte da, wo du jetzt gerade suchst. Aber das weiß ich. Du hast das Video gesehen, oder nicht? Nee, hab ich nicht. Ah! So ein Riesenschild. Gott. Oh Gott. Sind wir das bescheuert. Das finde ich nicht witzig. Sind wir bescheuert? Wir sind blind, nicht bescheuert. Sowohl als auch. Okay, hier geht's rein. Hey, warum geht's hier nicht rein? Das ist gesperrt. Okay. Anderer Eingang. Hier geht's nicht rein. Oben übers Dach vielleicht, ne? Ja, bin schon dabei. Okay. Okay, also auf dem Dach von dem Gebäude bin ich jetzt gerade. Ich sehe das, wo du da langläufst, glaube ich. Oh, ich bin so dämlich, ey. Soll ich hier warten oder schon mal weiter reingehen? Ja, warte mal. Ja? Eil 3 to come to you. Aber du hast also gesehen, wo ich lang gegangen bin? Nein. Weil du benutzt gerade den gleichen Weg. Ja, ich bin hier eben schon durch dieses Tuch durchgefallen. So. Okay. So weit, so gut. Hier geht's rein. Okay, und hier ist eine Leiche. Okay. Wo ist mein Notizblock? Gucken wir mal. H-Glas, Betriebsleiter, Obersicherheitsstufe Goldkäfer, Mitarbeiternummer Goldkäfer. 2158. Käfer, okay. Und Pletron heißt die Organisation, okay. Pletron und H.Glas heißt. Gibt es da sonst noch irgendwas, was man sich merken könnte? Nee, ne? Okay. Das Büro untersuchen. Ist das Büro im Keller? Ja. Okay, hier ist ein Computer. Okay. Geben Sie Ihr Passwort ein. Mit Hint erhalten Sie einen Passworthinweis. Hint. Mein Familienname kommt in der klassischen Literatur häufig vor und meine Sicherheitsstufe ist der Schlüssel. Sicherheitsstufe ist der Goldkäfer. Oder? Falsch.
258. Was? 2158. Warum das denn jetzt? Gib einfach mal ein. 2158. Okay. Nein. Okay, warte, ich geh nochmal zur Leiche. Okay, Haarglas. Ja. Bereichsleiter Oberägypten. Sicherheitsstufe Goldkäfer. Ja, ja, ja. In einem Wort, in groß geschrieben alles. Ja, ja. Hast du auch alles in groß geschrieben? Pass auf, ich hab's nachgeguckt, ja. Da wär, kommst du nicht drauf, ohne das nachzugucken. Also ich nicht. Ich weiß nicht, wie man da überhaupt drauf kommen soll, aber gut. Pass auf. Nachname Glas, ja. Also Familienname Glas und Schlüssel, ja. Mhm. Der Schlüssel ist der Goldkäfer. Ja? So, also suchen wir in der Literatur in eine Literatur, in der Glas und Goldkäfer vorkommt. Von allen möglichen Literatursachen, ja, okay. Dann finden wir mit Glück, ja, wenn wir das rausgekriegt haben, die Kurzgeschichte Goldkäfer von Edgar Allan Poe, in der eine Kurzgeschichte ist es nämlich. Da gibt es eine Nachricht, die entschlüsselt werden muss, um einen Schatz zu entdecken. In der ganzen Geschichte, die ich mir dann durchlesen muss, ja. In der Kurzgeschichte gibt es dann einen Code. Den Code hier kann ich jetzt nicht vorlesen, weil der ziemlich kompliziert ist. Und der wird dann entschlüsselt in der Geschichte. Und erinnerst du dich an den Hinweis aus dem Computer? Ja, erinnere ich mich drauf. Eins der beiden Wörter haben wir verwendet, Goldkäfer, das andere noch nicht, nämlich Glas. Und Glas kommt in der Geschichte vor. Also ist der Nachname Glas der gleiche wie der in dem Code in der Geschichte und das ist 305. Und jetzt sag mir bitte, wie man da drauf kommen soll. Sherlock Holmes hätte es geschafft. Und warum geht das nicht? Das ist, auch noch schlimm. Bitte geben Sie Passwort ein. Aber es müsste doch das jetzt eigentlich... Oder sie haben es geändert. Also wie war das? Ach nee, 305 Klammer, Klammer. Aha. Okay, alles klar. Was hast du gefragt? Klammer. In welche Richtung die Klammern? Klammer zu. Zweimal. Ah, okay. So. Bitte wählen Sie eine E-Mail aus. Wir lesen die alle. Dritter Player schnüffelt bei Prometheus herum, bla bla bla. Alles klar. Prometheus, was ist das? Ist es nicht das Resultat? Denken, Führungskraft, okay. Dritte Erinnerung, Aufgabe. Okay, ja. Alles klar. Das Lagerhaus finden. Ich meine, ist ja ganz nett, dass es solche so krassen Rätsel gibt. Und es gibt auch bestimmt die Leute, die das von alleine rausfinden, aber... Nein. Nicht? Glaube ich nicht. Ja, irgendeiner muss es ja mal von alleine rausgefunden haben. Das gibt's ja hier, diese ganzen Teile nicht. Die Lösung. Nee, ein GM hat den Mitleid mit dem Menschen und hat den Guide reingestellt. Ja. Könnte ich mir sogar gut vorstellen. Ah. Bei so einem Rätsel kann ich mir das vorstellen. Ja. Jetzt geht's wieder nach draußen, da sind wieder Feinde. An die Straße lang. Ich bin unsichtbar, ihr könnt mir alle nix. Ja, toll, aber ich bin's nicht. Ach, brauchst du Hilfe? Nein, du kommst doch klar mit dem. Entschuldigung. Wofür? Für das ins Mikrofon niesen. Na, okay.
Also mich stört das nicht. Ich bin Schlimmeres gewohnt. Aber vielleicht meine Zuseher. Ach, die sollen sich mir nicht so anstellen. Die kriegen hier hochqualitatives sexistischen Humor geboten. Okay. Was suchen wir hier? Ein Computer. Wäre jetzt meine Theorie, bei nach Überwachungsmaterial zugreifen. Mhm. Hier ist ein Terminal. Oder irgendwas zum Anklicken zumindest. Okay. Hier kommt ein Typi mit Anzug und Krawatte und komischen Schuhen und einem Hut. Ach, der Typ. Das ist, glaube ich, eher dein Gebiet. Boah, das kann jetzt lange dauern, ne? Nein, das ist schon mal falsch. Ja. Nein. Passt. Nein. Das ist auf jeden Fall der letzte. Der 5 ist die letzte. Nein. Okay, nach oben wird's höher. Dann wieder tiefer. Nee. Moment. Ha! Passt. Ich weiß, dass sie ich beobachte auch, bla bla bla, halten sie sich raus, weil sie kein Märtyrer werden wollten. Okay. Wie war das Passwort? Ich muss sie auch noch öffnen. 2435, glaube ich. Ja. Das ging, das kann man rauskriegen. Ja, jemand wie du, ich nicht. Hallo auch. Nein, ich habe keinerlei musikalischen Geschmack. Das hat ja nichts mit musikalischem Geschmack zu tun. So, jetzt wolltest du hier Zeug machen oder was? Wie? Also hier, wolltest du weiter Ägypten machen, ne? Ja. Okay. Ist eigentlich die Aufnahme schon vorbei? Nein. Moment, ich muss mal gerade auch gucken, wie weit wir sind. Na. Nö, wir haben noch die Hälfte, haben wir noch. Okay. Die Zeit ist verrückt. Nö. Dann können wir die nächste Quest beim Café machen. Das klingt doch nach was. Aber ich porte mich, ich habe keinen Bock wieder durch die ganzen Menschenmassen oder so. Ja, mach mal. Dann kann ich nämlich auf Treffen gehen. Ach, jetzt wollen wir auf einmal Geld sparen. Natürlich. Ich habe das gelernt von einem Maler-El, dass man das kann. Im Ausrüstungsmanager, den Sie über das Charakterfenster erreichen, können Sie Ihre Lieblingskombination aus Kräften und Waffen und Talismen problemlos speichern und laden. Jupp. So. Mach ich ja genauso. Ah. Ich glaube, ich habe da auch irgendwas gespeichert, aber... Oh. Gott. Ich bin müde. Aber ich weiß, wenn ich mich jetzt ins Bett lege, kann ich eh nicht pennen. Wie viele Folgen haben wir denn im SS? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eine noch danach. Und dann haben wir eine ganze Woche abgedeckt. Der Ladebildschirm ist aber ziemlich lang heute. Wenn ich mich hier. Aber wahrscheinlich, weil du auch so lange geportest, wa? Wie jetzt? Ich bin auch schon lange hier und laufe schon ewig rum. Ja, ich bin im Ladefenster gefangen.
Der Ladebalken ist auch schon lange voll, aber ich fürchte, das Spiel ist abgestürzt. Nein. Wie nein? Das darf es nicht. Ja, ich würde sonst keine Erklärung dafür. Ich beende mal kurz die Aufnahme und komme wieder rein, wenn es wieder geht. Okay. So, da sind wir wieder. Das war jetzt hier, mein Spiel ist auch komplett abgestürzt und so. Wir mussten alles neu aufrufen hier und so. Aber wir machen jetzt zumindest noch den Anfang von dieser Queste hier. Von Tarnis. Und Filmsequenz. Ich verstehe, aber zu diesem Thema habe ich ein paar nicht so gute Nachrichten. Die letzte Lieferung schafft es nicht zum Boot. Ich werde... Langsam, ganz ruhig. Ich bitte doch nur um etwas Verstärkung. Ich hab's nicht nur mit dem Rat und seinen Lakaien zu tun. Orochi ist auch hier und... Tut mir leid, Sekunde. Das Restaurant verlassen. Okay. Ich habe das Restaurant verlassen. Ein Vögelchen hat uns gezwitschert, dass sie sich in der Nähe einer bekannten Agentin der Phönizier namens Tarnis aufhalten. Wir versuchen schon eine Weile mehr über sie herauszufinden, weil sie tief in die Vorfälle in Ägypten verstrickt ist. Sie müssen so nah wie möglich an Tarnis herankommen, damit wir sie in ihr Gespräch einklinken können. Wir werden dabei Standard-Taumaturgie einsetzen und deshalb selbst nichts hören. Also, machen Sie sich Notizen. Okay. Nicht in meiner Hand. Mein Kontakt verschwindet. Die Laster mit den Kisten werden gestohlen und... Wir operieren im Geheimen. Das wissen Sie. Wenn wir dächten, Sie könnten das nicht, wären Sie nicht hier. Wir lösen unsere Probleme. Also tun Sie's. Die Frage ist, warum reden Sie eigentlich überhaupt noch mit mir? Warum sind Sie noch am Leben und erfinden Ausreden für diesen totalen Fehlschlag? Dort wäre ich für Sie völlig nutzlos. Ich habe Peilsender in die Kisten gepackt. Ich weiß, wo Sie sind, aber... Nur damit ich klar sehe. Einige der gefährlichsten Artefakte, die es gibt, sind jetzt im Besitz von Kultisten, die alles und jeden in die Luft sprengen wollen. So sieht es aus, schätze ich. Schätzen. Sie schätzen. Ich stecke in der Scheiße und Sie schätzen. Kümmern Sie sich darum. Holen Sie unsere Ware zurück. Sie wollen sich doch nicht vor meinen Vorgesetzten rechtfertigen müssen. Ich erledige das, keine Sorge. Unauffällig! Ja, Undercover Agent 00 Eukalypter. Ja. Yeah. Ja, gut. Fand ich aber komisch. Ich hab dich gesehen, nicht mich. Echt? Nein. Gruselig. Gut, den Tracker auf die Frequenz. Ach nee, nicht schon wieder sowas mit Trackern. Das machen wir in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Lesrak, Dark und Eukalypter. Ah ne, Malael und Eukalypter folgen einem merkwürdigen Piepse-Tracker und das geht dem Koali dabei völlig auf den Sack. Bis dann, have fun. Euer Koali und euer Lesrak Dark. Tschüss.